So, dann erfinden wir jetzt mal heraus, was wir zu ihm bringen sollen. Es, was meint ihr damit? Ihr werdet es erkennen, wenn es soweit ist. Doch nun genug davon, meine Freunde. Eure Aufgaben sind euch bestimmt. Doch wie ihr euch ihnen stellen wollt, müsst ihr selbst entscheiden. Okay. Nun, sei es, wie es sei. Doch da ihr gerade unsere Aufgaben erwähnt, ich werde mal besser zum Schiff zurückkehren. Wir müssen schließlich unsere Weiterreise vorbereiten. Ich habe das Gefühl, dass Ardo jetzt etwas nervös geworden ist durch den Flussvater. Aber trotzdem war es eine gute Idee, ihn aufzusuchen. Er hat uns gewarnt und er hat mir neue Sachen beigebracht, was auch sehr wichtig ist. Komm nach, wenn du hier fertig bist. Wir wollen bald ablegen. Ja. Gesandter, es war mir eine Ehre, euch zu treffen. Mir auch. Ich danke euch. Es war schön, wieder einmal Gäste zu haben. Ihr könnt mich gerne wieder besuchen. Bis dahin, reist mit dem Segen des Flussvaters. Ja. Der Segen des Flussvaters auch mit euch, Bruder. So, aber was ich gerade... Was ich mir schon die ganze Zeit gedacht habe, oder was ich erst einmal wollte ich sagen, bevor diese Rundreise losging, dass ich in den Genmodus gehen werde und die Zeit überschweigen, weil der Flussvater ja viel zu erzählen hat, vor allem sehr viel Interessantes. Er hat uns von einer Kreatur berichtet, die hier in diesem Tempel eingeschlossen sein sollte. Und ganz ehrlich, wenn man diese Beschreibung, die er uns da gegeben hat, mit Wut und Zorn und es ist schon so lange da eingesperrt, das könnte fast schon der Namenlose sein. Also, oder eine Kreatur des Namenlosen. Was ziemlich beunruhigend klingt. Und was er noch Interessantes angesprochen hat, ist die ist der Kampf zwischen dem Flussvater und Effert. Also da hat man ja gesehen, Effert ist ja eigentlich der Gott des Meeres, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Wenn nicht, dann korrigiert mich jetzt bitte. Alles kann ich mir leider auch nicht merken. Aber wenn sogar er, einer seiner Tempel vom Flussvater überschwemmt wurde, hat der Flussvater schon ziemlich große Macht, die wir nicht unterschätzen sollten. Und das wäre so Kraut, sammle ich hier aber noch schnell ein, bevor wir uns dann auf die weitere Reise zur Zollfeste machen. Man merkt, dass ich meine Pflanzenkunde hoch genug gebracht habe. Ich sammle jetzt die Sachen fast immer gut ein. Ach ja, mein Level-Up habe ich gekriegt. Ich habe Steigerungspunkte gekriegt. Also sollte ich mal die neuen Zauber, die ich gelernt habe, vor allem den Sumus-Leib. Ja, Maximum können wir mal geben. Gehen wir bei allen wichtigen Zaubern Maximum. Obwohl Kraft der Erde lasse ich mal. So, jetzt haben wir zwar nur 82 Steigerungspunkte, aber ich glaube, in der Zollfeste kriegen wir auch wieder genug, dass wir nachher weitere Sachen lernen können. Ah ja, ich kann schon Sumus Leib Stufe 2, das heißt, wundenmäßig erleide ich jetzt nur noch 3 Wunden, wenn ich Sumus Leib benutze. Das ist ja der große Nachteil am Sumus Leib. Es macht einen Haufen Schaden eigentlich, aber es verursacht bei mir Wunden, was ziemlich ins Auge gehen könnte, wenn ich nicht aufpasse. So, jetzt wollen wir aber dann zur Zollfeste. Sprecht zunächst mit dem Gesandten. Danach können wir zur Zollfestung weiterreisen. Sagt einfach Kapitän Dielbach Bescheid. Okay, eigentlich hat das Tagebuch noch was. Okay, eigentlich habe ich ja genug mit dem Bruder gesprochen. Deswegen können wir eigentlich weiter segeln. Wir werden ihn eh wiedersehen. Was für eine Ehre, hier zu sein. Ach, entschuldigt, ich rede zu viel. Das wollte ich jetzt nicht wegklicken. Was kann ich für euch tun? Moment, nichts. Ich wiederhole das Ganze nochmal. Ihr kriegt
bricht eine Kälte in die Knochen, die nicht vom Wetter kommt. Es ist, als ob etwas Dunkles tief unter uns im Wasser liegt. Jetzt mal fängt er auch schon so an. Ich wollte euch nicht mit meinen Sorgen belasten. Doch wenn man seine Tage mit den Launen des Flusses verbringt, dann lernt man gewisse Zeichen zu achten. Ja, die sollte man auch achten. Auch das, was uns Bruder Emmeran gesagt hat. Was kann ich für euch tun? Wie sie nämlich nachher herausstellt, hat er ziemlich recht, was dieses Monster betrifft. Ich denke, wir haben Bruder Emmerans Gastfreundschaft lange genug beansprucht. Wir haben ein interessantes Gespräch geführt. Dennoch war vieles von dem, was er sagte, etwas undurchsichtig. Naja, er hat schon ein bisschen in Rätseln gesprochen, aber wenn man ein bisschen kombiniert und nachdenkt und genug Fluch der Karibik geguckt hat, das habe ich jetzt nicht laut gesagt, dann weiß man, dass das darauf hinausläuft, dass wir wahrscheinlich gegen einen Riesenkraken oder besser gesagt Probleme mit einem Riesenkraken kriegen werden. Nun aber sollten wir diese Zollfeste genauer in Augenschein nehmen. Oder hält uns hier noch etwas? Eigentlich im Augenblick nicht, meinetwegen kann es sofort weitergehen. Das sehe ich auch so. Kapitän, bring uns zur Zollfeste. Ja. Fertig machen zum Ablehnen. Nehmt Kurs Richtung Albenhus. Wir halten bei Thurstein. Los geht's. Und ja, wie man sieht, auf der Weltkarte bewegen wir uns immer mittels Schiff. Zwischen den verschiedenen Zonen. Auf Dilbraks Wunsch hin hatten wir den Segen des Flussvaters für seine Talaria sichergestellt. Danach konnten wir endlich zur Zollfeste Thurstein aufbrechen. Während Ardo voller Zuversicht war, einen großen Schritt weiterzukommen, nahm ich mir vor, diesen Guano gut im Auge zu behalten. Ja, Fogrim traut Guano kein Stück über den Weg. Warum das so ist, das erfahren wir auch demnächst. Also weiter. Auch hier wieder sehr schöne Landschaftsbilder. Ja, ich werde wahrscheinlich noch oft von der Landschaft, vor allem in den Zwischensequenzen, schwärmen. Dass hinter uns jetzt das Tor zugeht, könnte beunruhigend sein. Und die schwere Bewaffnung ebenso. Hallo Talaria, wer von euch ist für den Zoll verantwortlich? Und wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Beeilt euch oder es gibt Ärger. Nicht so unfreundlich, ich komme ja schon. Ich werde den beiden mal auf den Zahn fühlen. Ihr seht euch schon mal um, aber macht keinen Ärger. So, dann wollen wir mal. Ja, die beiden sollen sich umsehen. Nun, dann werde ich mal einen diskreten Blick auf die Festung werfen. Das kann ich mir vorstellen, dass er so diskret ist. So wie ich dich einschätze, wirst du dich irgendwie reinschleichen. Du gehst nirgendwo alleine hin, Schleicher. Ich will dich im Auge haben. Und schon sind die beiden wieder am Zahn. Mit den beiden wird das nicht lange gut gehen. Eigentlich ein Wunder, dass sie sich nicht schon während der Fahrt an die Gurgel gegangen sind. Lass uns beide wenigstens zusammenhalten. Ja, das werden wir definitiv. Ich will nämlich nicht alleine mit den beiden da diese Festung unter die Lupe nehmen. Du hast recht, gehen wir gemeinsam an Land. Mal sehen, ob wir etwas Interessantes entdecken. Einverstanden. Bevor wir uns in der Festung umsehen, sollten wir vielleicht versuchen, mehr darüber herauszufinden, was hier eigentlich vor sich geht. Ich habe kein gutes Gefühl bei diesem Ort. Habe ich eigentlich auch nicht. Vor allem nach dem, was uns Meister Emmeran gesagt hat. So. Noch eine kurze Sache, was ich eigentlich ziemlich cool finde an Drakensang am Fluss der Zeit. Und zwar, immer wenn wir mit dem Schiff in einem neuen Gebiet ankommen, starten... Wenn du die Trosse da spleißen willst, dann vergiss den Pricker und nimm dir den ordentlichen Marsspeaker. Ja, ich gehe mal ins Inventar, dann schweige, da sind sie mal kurz ruhig. Und zwar, wie das aussieht, wenn ich die Google, wenn ich die Kutte darauf habe, aber trotzdem. Ja, also was ich sagen wollte, wenn man mit dem Schiff ankommt in einem Gebiet, jetzt abgesehen von hier,
dann steht man erstmal alleine da, also hat keine Gruppenmitglieder in der Gruppe selber, sondern muss die Gruppenmitglieder ansprechen und darum bitten, einen zu begleiten. Also ich finde, das ist mal eine Abwechslung zu dem Ganzen. Oh, ich komme in ein neues Gebiet und habe jetzt diesen Gruppenausfallbildschirm, wie man ihn zum Beispiel von Dragon Age kennt. Ja, also. Ja? Wie viele Punkte hat sie? Dann könnte ich vielleicht ja theoretisch noch ein paar Zauber bei ihr verbessern. Flimflam und das braucht sie nicht. Amatrutz. So, das verbessern. Kann ich bei ihr den Bogen verbessern noch? Ja, kann ich. Geben wir einen Punkt auf ihren Bogen. Ah ja, ich könnte auch meine Armbrust um eins verbessern. So. Kurz ein Quicksave gemacht. Den Unsinn, den du von dir gibst, der hat sich gewaschen. In unangebracht stinkendem Eigenlob. Die Diskussion ignorieren wir jetzt mal und gehen direkt zu Vorgrim und Quano los. Ihr habt doch die Lade. Besser, du gehst den Zweien nach und passt auf, dass sie sich zusammenraufen. Du weißt ja, wie es mit den beiden ist. Ich muss mich hier erstmal um die Formalitäten kümmern. Okay, da hat Ardo uns gerade schon unseren Gedanken zu Ende bringen lassen, mal auf die beiden aufzupassen. Hey, wir sind hier noch nicht fertig. Unterhalten könnt ihr euch, wenn ihr durch den Zoll seid. Und wir werden schon von den Wachen unterbrochen. Was ich vorhin schon in der Zwischensequenz sagen wollte, die scheint ziemlich mürrisch zu sein. Also... Besser, wir beeilen uns. Die beiden alleine? Das wird nicht lange gut gehen, fürchte ich. Da stimme ich Feires zu. Und ein Autosave bedeutet sowieso nichts Gutes. Ah, da kommt ihr ja auch noch. Nun, vielleicht schafft ihr es ja, diesen Sturkopf zur Vernunft zu bringen. Dann kann ich währenddessen einen unauffälligen Weg in die Festung suchen. So wie ihr beide gestritten habt, mal sehen, was ihr wieder für Probleme habt, was jetzt genau das Problem ist. Also Quano will unauffällig in die Festung. Heb dir dein Geschleiche für deine Diebereien auf. Ich mach das hier anständig auf meine Weise. Und du gehst mir dabei gefälligst aus dem Weg. Also Vorgrims Weise können wir uns ja schon vorstellen, direkt an die Haustür hämmern. Ja. Aber fragen wir erstmal, warum streitet ihr? Ardo möchte, dass wir zusammenarbeiten. Unser Kurzer hier möchte direkt am Haupttor anklopfen. Wie ich ihn kenne, haben wir dann gleich die ganze Wache am Hals. Ich bin sicher, dass ich einen unauffälligeren Weg finde. Das kann ich mir vorstellen, dass du einen unauffälligeren Weg findest. Kurzer? Noch ein Wort! Und ich sorge dafür, dass du zum Schleichen nie wieder in die Knie gehen brauchst. Ich mach das ehrlich und direkt. Und wenn die nicht mitspielen, haben sie Pech gehabt. Ah ja, Vorgrim. Also über Vorgrim muss man einfach mögen eigentlich, so solchen Humor wie er... Na okay, Humor ist das nicht. Ich meinte, so direkt wie er ist. Und so gewalttätig. Gut, fragen wir mal beiden nach ihren Plänen. Erkläre mir doch mal, was genau du vorhast, Vorgrim. Naja, ich gehe da rein und stelle den Kerlen ein paar Fragen. Und wenn sie nicht wollen, bringe ich sie mit ein paar handfesten Argumenten zum Reden. Ist eine bewährte Methode und spart Zeit. Der direkte Weg also. Oh Herr der Nacht, steh mir bei. Bei so viel zwergischer Weisheit bleibt mir die Spucke weg. Sicherlich seid ihr beeindruckt von diesem wahrhaft ausgefuchsten Plan. Ich finde ihn lustig. Und was ist euer Plan, Quano? Wir sollten versuchen, uns unbemerkt Zugang zur Festung zu verschaffen. Wenn die Wachen hier Dreck am Stecken haben, werden wir bestimmt etwas davon finden. Hauptsache, sie schöpfen keinen Verdacht. Also reinschleichen. Kümmere dich erstmal um den Dreck, den du selbst am Stecken hast, Schleicher. Ich feg hier mit meiner Axt durch und dann ist wieder frische Luft im Stollen. So macht man das. Also Vorgrims Sprüche sind echt der Hammer. Und er hat auch wieder was angedeutet, dass Quano Dreck am Stecken hat. Viel wissen wir über die drei, also über Vorgrim, Ardo und Quano ja noch nicht. Aber wir finden immer mehr heraus. So, jetzt können wir uns entscheiden,
uns entweder Forgrim anzuschleichen, anzuschließen oder Kohano. Also entweder der direkte Weg oder Schleichen. Aber bevor wir uns jetzt für einen Weg entscheiden, machen wir noch einmal einen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder.